Meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dead Space 3. Ich habe mir gerade so ein bisschen das Intro gerade nochmal nebenbei angeguckt. So, das ist schon interessant alles. Aber wir müssen wieder beginnen. Also ich habe jetzt hier, ihr seht's, ne? Ich hab's ausgemacht. 1:51 haben wir es jetzt gespielt. Mit 4 Aufnahmen, ernsthaft? Okay. Los geht's! Fort Story, fort Fetzen. So, wir warten die. War das die Kajüte vom Captain, hatten wir gefunden? Dort war der Standpunkt des Markers drauf. Wir befinden uns in Kapitel 5, wie ihr sehen könnt. Und lasst uns losgehen. Also, aktuell muss ich aber auch sagen: Gruselfaktor nicht so ganz wie Dings 1. Wie heißt das Spiel noch gleich? Dead Space 1. Geht das nicht auf? Aber es ist okay. Ja doch, es ist schon gruselig, aber es ist eben halt, hat den Gruselfaktor einfach noch nicht so. Wieso sollen wir uns jetzt. Wo sollen wir hin? Ja. So. Gehen wir einfach mal aus, was? Es hat eben halt. Ich glaube, Dead Space 1 hatte irgendwie so eine ganz andere Atmosphäre irgendwie gehabt. Wobei das auch sehr geil ist. Ich kann mich auch nicht entscheiden, was geiler ist. Oder vielleicht bin ich ja Dead Space abgehärtet. Wer weiß das schon. Wer kann das schon sagen? Ich würde hier immer fragen. Ich suche Bumblebee in Silber, oder ehrlich. So, sollen wir hier hin? Ja, richtig. Right. Right. Matt. Ih, er hat sich um unser Bein gewickelt. Auf, du Schwein! Lach mich erst auf dem Bild ein, wenn du mich so anpacken willst. Genau. Wobei ich das Verstampfen ziemlich geil finde, ne? Dass das geht. Oh, die Brücke. Achtung, Energiereserven sind auf Standby. Frachtfunktionen sind offline. Ist ernsthaft die Brücke? Der Kahn wird von diesem Ding hier gelenkt. Ach ja, stimmt, wir sind ja auf einem anderen Schiff. Sind auch noch. Wir versuchen jetzt einen Shuttle zu finden. Ich würde mich hier mal gerne auf so einen Pilotenstuhl raufsetzen, aber das ist so eklig voller Blut und so. Da sitzen ja schon welche. Nee, doch nicht. Aufheben. Abgefuckt. So. Los geht's. Schiffsrekorder ein. Alle bereithalten für Drosselung. Okay, Edwards, es kann losgehen. Verstanden, Val. Auf der Brücke heißt das für dich immer noch Commander. Schon klar, Schätzchen. Retro-Schub aktiviert. Commander, Schätzchen. Wow, ruhig, Brauner. Das Loveboot hat angelegt. Vielen Dank, dass Sie mit der Terra Nova geflogen sind und willkommen am Arsch des Universums. Ja, das ist wohl wirklich wahr. Sikorsky, du rufst Admiral Grant. Die Schatten sind geil, ne? Von den Trümmerteilen und so. Das ist jetzt deine Show. Setzen wir die Schiffe ab. Aufnahme Ende. Ja gut, wie gesagt, wenn das hier wirklich alles so seit 200 Jahren da liegt, dann ist das ja auch... Kann man das alles so aussieht, wie es aussieht. So, wo sollen wir hin? Okay, direkt mal wieder weg. Eine Schleife sollen wir drehen. Jo, was ist das? Was ist das? Was soll ich denn da machen? Dreh langsam für blaue Schwachstellen. Was? Ah, ich sehe, warte. Ja? Warte, weil er blau ist, ne? Warte. Ah! Was ist denn das, Alter? Das Gefühl kriegst du ja gar nicht hin. Ah ja, wir müssen gleich 25 Mal hacken, was? Uns läuft die Zeit davon! Isaac hier. Sieht aus, als wäre unser Shuttle hinten im Schiff. Ich aktualisiere jetzt unsere Ortungssender. Ich will nur hören, dass es uns zum nächsten Raumfahrtweg bringt. Wenn wir es wieder flott kriegen. Laut Diagnoseprogramm ist es ein Schrotthaufen. Wir kriegen es doch wieder flott, oder? Das überall weiß ich nicht. Um uns herum sind Ersatzteile. Ich bringe die Kiste zum Fliegen. Na, dann ist ja gut. Klar.
Das kriegen wir hin. So. So, wo sollen wir hin? Raus hier. Und hier sind wir gar nicht gekommen, ne? Doch, sind wir doch nicht. Hier gibt es keine Monster an Bord. Das ist gut. Warte, hau nicht deine Items weg, Junge. Die brauchen wir alle. War mal so übertrieben, glaub ich. Nein, hier gibt es keine Monster. Die Leichen liegen hier rum, weil sie schon seit 200 Jahren hier liegen. So, ohne. Oh, guck mal hier. Ein Spind. Yay! Altmetall. Was? Oh, scheiße. Mann, du darfst schon sterben, ne? Kein Problem soweit. Also sterben. Immer gerne. Ey, willst du mich verarschen? Lass das sein. Wir müssen erst ihre Pimmel auspacken, damit ich die abschießen kann und dann sterben können. Was ist denn das? Hydraulikantrieb? Kann ich... Warum... Oh. Alter, was haben wir denn da alles? Ist das alles Medipacks? Kann ich das droppen? Nur Medipacks, hör mal. Setze Chinese ein, um Bewegung zu schleudern. Da ist er. Da klettern hier. Ah! Nachlauf! Blick hoch! Nicht da hoch! Oh. Was soll ich hier mit Chinesen rumschleudern? Ah ja. Die Sonne kommt raus, Alter. Was ist denn das? Wow. Ein alter Sucherbot. Könnte noch nützlich sein. Und jetzt haben wir so ein... Ja? Sag mal, hatten wir nicht uns ein Dings auf... Ach ne, das ist eine Strahlenkanone, die wir ausgerüstet haben, ne?
Bringt sie zur Bank. Das ist nett. Ist das ein Marker? Auf jeden Fall sieht es aus wie außerirdisches Material. Das sieht aus wie so ein, wie so, wenn so ein Museum gerade, wenn so neue Sachen reingekommen sind, neue Relikte. So sieht es aus. Oh Gott, Alter. Angstpiep in der Hose, Alter. Oh! Eieiei. Hab ich mich verfährt, wa? Da hab ich mich verjagt. Die hab ich vermisst. Irgendwie habe ich sie doch nicht mehr so ganz vermisst. Warte, nachladen, nachladen. Mit einem Bein, Alter. Hä? Ey, ich schwöre, wenn die jetzt ohne Beine, ohne Arme längs krabbeln wäre, das wäre jetzt ein Würmchen, ne? Ein Hoch auf die Strahlenkanone, Strahlenkanone, Strahlenkanone. Oh, Vorsicht. Das ist nicht ohne. Was? Die habe ich im ersten Teil nie wirklich benutzt, die Strahlkanone. Warum nicht? Die ist doch ziemlich nett. Wow. Wie denn jetzt aber die Sonne auf einmal so kräftig blendet, Alter. Ich habe, wie gesagt, ich habe einen verkehrten Platz. Ach nö. Na ja, dann. Alter, ich habe dir die Arme abgetrennt. Das ist hart. Ach nö. Lad die Funzel-Dings nach unten. Komm mal. Hui, 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 hui. Naja, wir haben ja genügend Medizin. Boah, warum ist denn jetzt die Funzel da draußen so laut an, Alter? Ehrlich. Geht ja gar nicht. So. Okay. Waffendings wollen wir mal herstellen hier. Waffen-Upgrades. Objekte herstellen. Safe. Können wir nicht herstellen. Was fehlt uns denn dafür eigentlich? Ich check das immer nicht. Waffen herstellen? Und was das? Safe. Objekte herstellen. Pläne. Bau Waffen. Ausweider, Alter. Digga. Ausweider. Waffen-Upgrades. Warte mal, nehmen wir mal den Cutter. Aber haben wir nicht irgendwie... Nachladen? Nix. Wo ist denn das Dings nochmal gewesen, womit du denn... Herstellung was? Von Ressourcen? Nicht möglich. Mhm. Upgrade, unteres Platin-Tool. Oberes Platin-Tool. Nachladen hinzufügen. Ich hätte gern wieder diesen Slot irgendwie. Also ich finde das gut. Kann das nicht.
Weg, weg, weg! Ah! Hässliche Tiere. Das sind kleine Zecken oder sowas. Funkstation. Jo. Oh, wie fett der ist. Oh nein. Oh je, kommt der echt auf uns zu. Ja, lass mal deinen Kram da. Die machen neue, ne? Aufpassen, kommt sie, aufpassen. Ja, nicht so schnell, Junge. Ja, als ab durch mein Strahl fliegen, alles so einfach ist und ohne Schaden machen kann. Ja, klar. Laden. Fliegt. Au! Sag mal. Ja. Ganz genau. Der wollte gerade platzen, der Vogel. Alles klar. Ich bin damals nie drauf gekommen, die Dinger langsamer zu machen, ne? Okay. Ja, ja. Ui! Ja, ja, von hinten aus. Aua, gleich zu schnell. Oh, nachladen, Kollege, nachladen, 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 lass mich mit schnell gehen. Ah! Diggi, Diggi, Diggi. Ui, 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 ui. Schnell mal nachladen hier. Meine Motivation, ich habe gesagt, meine Medizin. Das finde ich immer super gruselig, wenn die von hinten und von vorne kommen, Alter. Zugkollision registriert. Bitte melden Sie sich bei Cargo Operations, um das Hindernis zu beseitigen. Die Bahn freiräumen. Drücken Sie Dings um für Details. Leute, irgendwas blockiert das Bahnsystem. Cargo Ops sollte in der Nähe sein. Man kann die Schienen von dort aus sehen. Danke, Bucker. Ich sehe mir das mal an. Bucker. My Bucker. Mama, Mama. Ja. Was ist das? Nimm ich mit. Nimm ich alles mit. Was? Nee, 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 nee. Bleib mal da, wo ihr seid. Wir haben auch schon wieder jemanden neu belebt hier gerade. Ja, rastet mal nicht so aus. Oh Gott, das ist okay. Ernsthaft jetzt! Boah, Alter, ehrlich, das ist... Alter, ich... Ja, okay, es ist doch ziemlich gruselig. Die Geräusche allein schon, ne? Das ist ja das Kranke an dem Spiel, finde ich. Ach du Scheiße, der schon wieder. Aber er hat keine Giftkugeln gespuckt, oder? Na, doch, ja. Hat er noch irgendwas hängt? Ne, jetzt blutet er auf. Ersatzteilbox, Inventar ist voll. Ich finde so eine Ersatzteilbox finde ich eigentlich ziemlich wichtig. Wow, was ist hier los? Navigation.
die hatte ich schon. Okay. Ich finde, wir brauchen mehr. Wo ist diese verkackte. Wo hing der Vogel denn jetzt? Da. Ein seltener Ersatzteil, ne? Siehst du? Komm, eigentlich wieder mitnehmen. So. Yummy, 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 I got love in my Isaac and a fear. Oh! Alter. Digga. Special Effects. Nee, davon habe ich genug. Hey, Commander. Bist du da? Ne. Wenn es um die Cryokisten geht, dann vergiss es. Cryokisten? Das sind Särge, Deeds. Die frieren unten auf dem Planeten Soldaten ein und lagern sie in unserem Frachtraum. Was soll das? Du weißt, ich darf nicht drüber reden. Valerie, du schuldest mir was. Schon vergessen? Hey, ich weiß auch nicht viel mehr als du. Diese Ausgrabungsteams schicken sie in dieses gottverlassene Loch und... Naja, wenn sie zurückkommen, dann... Dann stimmt da was nicht. Verstau sie einfach irgendwie, okay? Mahat sitzt mir übel im Nacken. Okay. Aber das wird nicht gut enden. Denk an meine Worte. Alles klar. Ups. Mhm. Okay, ich sehe das Problem jetzt. Jemand hat einen Haufen Frachtstücke auf den Schienen vergessen. Kannst du sie wegräumen? Sollte ich schaffen. Ich komme so oder so zu diesem Shuttle in der 8. Sektion. Ah, diese Fracht, meint er. Wie soll ich das denn machen? Hä? Wie soll, was soll ich jetzt hier tun? Wofür... Und jetzt? Hä? Okay, und jetzt? Wie will er das denn haben? Das verstehe ich nicht. Was ist denn das? Sind das diese Frachtkräne, Bumsen, Dingens... Aber dann müsste man das ja irgendwie... Müsste man die auch irgendwie aktivieren können. Das verstehe ich nicht. Warte mal, komme ich hier wieder weg? Ne, komme ich nicht. Ich muss das durchziehen. Aber die Frage ist, was muss ich denn machen? Ja, so, ne? K9. So würde ich das machen. Und jetzt? Was sollen denn diese blinkende... Diese blinkende Mäuse da, was soll das denn bedeuten? Soll ich das bewegen? Nee. Verstehe ich nicht. Und dann? Dieses Spiel ist ein verdammtes Rätsel. Komme ich hier mal wieder raus, dass ich mir einmal wenigstens mal angucken kann, was ich hier machen muss? Da sind zwei klumpige Dinger. So, die werden gegen und mit den Uhrzeigersinn gedreht. Und dann werden mir Mäuse angezeigt, die einfach mir nichts sagen. Und mehr Möglichkeiten habe ich nicht. Ich kann hier nicht mal raus aus diesem verfickten Menü hier gerade. Also. Ja, und jetzt? Ich
Spiel vertellt. Was kann ich denn machen? Oh, ich versteh's nicht. Aber hier gibt's ja auch gar keinen Hinweis irgendwie, ne? Was das sein könnte. Was man hier machen kann. Es ist ja schön, gut, dass mit den Mäusen das dann auch angezeigt wird, aber ich kann ja hier nichts bei machen. Das ist es ja. Ich kann hier... Oh, warte mal, was ist das? Achso. Okay. Nee, das sagt mir nichts. So, dann werden wir jetzt mal drüber meditieren, weil die Folgenzeit ist sowieso schon abgelaufen. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.